herzlich willkommen zum ersten echten Let's Build, wo ich die Kirche, die ihr vielleicht in der letzten Episode schon gesehen habt, von Grund auf baue. Was ihr hier seht, ist die tolle dreifache Geschwindigkeit, weil ich will euch nicht mit, ich weiß nicht wie viele Stunden ich das aufgenommen habe, quälen zu sehen, wie ich das gebaut habe. Und ich dachte mir mal, genau weil ich vorspielen möchte, mache ich hier raus einfach mal ein kleines Commentary anstatt ein Let's Play. Und du kommst und erzähl einfach mal so, was denn so meine Ideen waren bei diesem Bau. Ja, wo habe ich das erstmal gebaut? Mitten im Wasser. Ich habe keine bessere Stelle gefunden. Von daher habe ich gedacht so, hey, warum nicht einfach ins Wasser setzen? Und dann ist mir dieser orangene Block aufgefallen. Der orangene Sand. Da habe ich gedacht so, ach ja, also das wird der Boden. Hab den dann echt mit durchgezogen. Hier unten musste ich dann noch ein bisschen Grundgerüst bauen, damit dann auch so schön das liegen bleibt. Sand fällt ja, wie man weiß. Muss irgendwo drauf stehen. So, ein paar Sitzbänke gebaut und das war ja dann eigentlich schon ein nettes Grundgerüst hier mit den Sitzbänken und so. Also ich meine, Freilicht-Gottesdienst kann man hier durchaus jetzt schon halten. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir wollen ja höher hinaus. Wir wollen mehr erreichen. Platt ausgedrückt, wir wollen ein Dach. Und deswegen habe ich angefangen, hier erstmal epische Säulen in den Boden zu rammen, um einmal zu demonstrieren, was hier schön passt, nämlich zu exotischem Sand, ein bisschen weiße Säulen, dass man zwei exotische Dinge zusammenbringt. Uah, fühlt ihr diese Energie, die hier entsteht? Und dabei noch der orangene Teppich. Unglaublich. So, in der Mitte von der Säule immer noch eine kleine Dekoration. Soll ja auch immer nett aussehen, ne? Ja, und dann stehen halt zwar die Säulen gleich, aber... Boah, ist immer noch ein Freilichtgottesdienst, könnte man so sehen, ne? So, hier schön im Viererrhythmus die Säulen hingepackt. Bisschen wieder Regen ausmachen, weil der ist irgendwie leider so oft gekommen. Also in der Hinsicht ist die Map irgendwie blöd, aber... Ah, was soll man machen, ne? Ja, hier ein bisschen auffüllen. Ansonsten fällt der ganze Sand ja runter. Meine Güte, ist das viel... Sand. So, die Sonne geht unter und es ist schon wieder Tag. Sowas. Wer hätte das gedacht? Ja, tut mir leid, Monster gibt's auf der Welt nicht. Die sind ausgeschaltet. Nebenbei ist es nicht die Let's Play-Welt, sondern eine separate Welt, wo wir einfach irgendwas bauen, was wir gerade Lust haben. Die Quergänge, die ihr hier seht, die sollen mal zu seitlichen Eingängen führen, wo dann Brücken über das Wasser gleiten und so die Leute in die Kirche reinkommen. Weil eine Straße hin, ja, könnte man machen, muss man aber nicht. Und deswegen ist dann halt so ein kleiner Erker, wo dann nachher dann das Tor reinkommt. Zu dem Zeitpunkt ist mir dann eigentlich auch klar gewesen, so, warum habe ich die Kirche nicht irgendwie im Parkplatz zur Höhe gebaut, dass man dann ebenirdisch von der Brücke reingehen kann? Aber nein, daran musste man ja erst nicht denken. So, klöppeln wir nochmal... Ein paar Sitze rein hier hin, es sollen ja auch ein paar Leute wenigstens hier reinpassen. Es ist nicht so groß, man hat immer noch viel Freiraum. Man kann neben sich immer noch, ja, was ist groß und sperrig, sein Holzlager mitnehmen, genau. Wenn man in die Kirche geht, nimmt man ja auch immer seine Palette Holz mit, weil danach baut man ja ein Haus. Und in echt ist ja gar nicht so, dass das Inventar so versteckt ist. Nein, das Inventar ist ja in echt... Einfach ein Sack, den man mit sich rumschleppt. In so einer Schubkarre. Die muss ja irgendwo geparkt werden. Und die steht dann halt neben allem, deswegen ist Platz. Ah ne, es hat einfach ästhetische Gründe. So, hier vorne habe ich einen kleinen Erker gebaut. Einen süßen kleinen Erker, um ein bisschen Verwinkelung in das Gebäude zu bringen. Das Gebäude hat insgesamt ein bisschen moderneren Stil. Aber es ist immer noch eine Holzkirche, also... Ein schöner Mix, wie ich finde. Alt und neu... Okay, es ist eine neue Kirche mit fast keinem alten Element, weil ansonsten müsste ich ein altes Haus bauen und das umbauen und dann wäre es ein neues Haus. Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch wenigstens. So, ha, die ersten Dachpaneele sind angebracht. Und hier sehen wir schon das Grundgerüst und werden es jetzt hoffentlich mit Fensterglas füttern. Nein, erst mache ich was anderes. Ha, schon, wann habe ich aufgenommen? Vorgestern, schon... 2 Tage her, dass ich das aufgenommen habe und ich bin schon so vergesslich. Ach, sowas. Ja, sieht doch nett aus.
dieser Einbuchtung ist, machen wir hier von beiden Seiten immer abwechselnd so das Dach von innen, von außen, damit es von allen Seiten schön abgestuft ist. So, und jetzt Glas. Ich habe mich für orangenes Glas entschieden, weil der Boden ist so schön orange und dann macht man es halt alles in dem Stil, ne? Erst wollte ich normales nehmen, habe ich aber gedacht, so, kann man machen, muss man nicht. So ist es doch viel geiler. So, jetzt wird das kleine Eingangstor gebaut. Das wird nebenbei nachher noch zu einem Turm heranwachsen. So. Und da ist der Türrahmen. Ihr seht ihn. Es ist der halbe Klotz da, weil oben habe ich die Klötze noch nicht wieder entfernt. Haha, und hier kommt die Brücke. Was hört sich so cool an mit diesem ganzen dieses Hämmern des Klötzesetzens. Das finde ich irgendwie schon cool. Ich lasse euch einmal genießen und sag mal nix. An dem Moment baue ich natürlich nicht viel, ne? Aber gleich ziehe ich nochmal die komplette Strenge, oder? Nee. Erstmal nochmal hier ein bisschen cheaten, damit der Ring aufhört und wieder Tag ist, damit man auch wieder was schön sieht. So, was packe ich hier rein? Hier habe ich verschiedene Ideen gehabt, bis ich schlussendlich mich dafür entschieden habe, ein Kreuz hinzusetzen, wie ihr jetzt seht. Das werde ich noch ein paar Mal umbauen. Viel Spaß beim Gucken. Ja, weil die Höhe von dem Turm dann irgendwie doch immer wieder mal variiert. Ja, und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, das Holz weicht auf, wenn es die ganze Zeit im Wasser steht. Es ist ein See, von daher muss man es nicht höher ziehen, weil es gibt keine Wellen praktisch. Weil die Kirche bremst alle Wellen, sonst ist der See dann zu klein. Deswegen ist auch so sicher genug, es fault nicht an und unten ist ein bisschen Stein, sieht auch stabiler aus. Ne? So, hier unser wieder Erker. Wir bauen es ja genau parallel wie auf der anderen Seite. Wieder ein großes Fenster. Jetzt werde ich wieder gucken, so, hey, guck mal, hier, so war das. Okay, jetzt tue ich mal so, als hätte ich nicht nur nachgeguckt, wie ich das baue, sondern baue direkt auch was Sinnvolles. Nee. Genau. So, hier war ich mir noch ein bisschen uneinig, weil ich wollte das Dach ziehen, aber ich wollte auch einen Turm oder irgendeinen Abschluss für dieses hohe Kreuz am Eingang haben. Ja, und dann, was macht man da, ne? Ja, einfach weiterbauen und erstmal ignorieren und später machen. Das kann man nämlich sehr einfach tun. Das ist ein ganz einfaches Rezept, das heißt nämlich einfach nicht weitermachen und woanders weitermachen. Jeder kennt das eigentlich, man hat mindestens 2000 Baustellen. Wie auch in der Let's Play Welt. Aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt noch ein bisschen Geklöppel. Ich sag das, das hört sich cool an. So, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe erstmal das komplett mit vollen Klötzen gemacht, bis ich dann auf einmal eingesehen habe, dass das vielleicht auch nett aussehen könnte, wenn man das mit den halben Klötzen, also mit den Stufen, auf umgedrehten Stufen in der Mitte macht und außen es nur vorbeizieht, dann wirkt es immer noch stabiler, es ist eine Stütze unten drunter, aber es wird trotzdem nicht so fett. So, hier war die Idee, dass man das noch ein bisschen abstützt, weil momentan war es ja ein bisschen freischwebend, dass man hier alle, was ist das, alle 7 Blocks dann nochmal einen Durchbruch hat, wo dann das Tropenholz die Brücke zusammenhält und stehen lässt. Finde ich nebenbei, sieht nachher so richtig cool aus. Aber da müssen wir erst noch hinkommen. Erstmal werden hier die ganzen Säulen in den Boden gerammt, wenn das echt so einfach wäre. Ich glaube, das müsste man sich sofort patentieren lassen, ne? Dann wäre echt sofort Millionär. Ja, das passiert, wenn man Millionen und dann auf Milliarden wechselt. Ihr habt das einfach nicht mitbekommen und ich habe das Richtige gesagt. Stimmt's, Leute? Yes! So, ein bisschen Zaun hinsetzen. Ich wollte ihn erst durchziehen, dann habe ich ihn doch nicht durchgezogen. Dann habe ich das probiert, dann habe ich das probiert, dann habe ich es wieder weggemacht, habe ich doch wieder Zaun hingesetzt. Ah, warum? Weil ich wollte, dass man von der Brücke ins Wasser springen kann. Weil wenn überall Zaun ist, kommt man ja nicht hoch. Das heißt, wenn man theoretisch hier mal ein bisschen PvP auf der Map macht oder so, kann man darüber dann ins Wasser flüchten, wenn man auf der Treppe irgendwie abgeschossen, auf dem Steg hier abgeschossen wird. Von daher habe ich dann überall die Holzkiste zwischengesetzt, weil da kann man ja wunderschön drauf hochspringen. Und außerdem sieht es recht gut aus, das muss man natürlich auch sagen. Und zur Beleuchtung, Laternen. Irgendwie Laternenstab sah dann doch nicht so gut aus, von daher habe ich einfach dann direkt dran geklöppelt. Und nachdem ich sie hingeklöppelt habe und hier einen kleinen Durchgang gefaked habe, damit man denkt, ja, diese Brücke hat auch einen Sinn und führt wohin,
habe ich mir gedacht, ach, lass sie doch mal immer versetzt auf die Seiten setzen, weil es ist dann irgendwie mehr Abwechslung und irgendwie cooler und so. Genau, die Kirche ist momentan noch ein bisschen wenig ausgeleuchtet. Und da habe ich gedacht, so, ach, die Säulen, die Verzierung in der Mitte, könnte doch auch ein bisschen Glowstone sein, ne? Weil was eignet sich denn nicht besser als Glowstone, wenn man seine Kirche beleuchten möchte, ne? Ich meine, Fackeln können das ganze Ding abbrennen. Da unten war ein kleiner schädlicher Versuch, nochmal das Fundament ein bisschen höher zu ziehen. Nicht so schön. Und jetzt hier der nächste Versuch. Wie mache ich jetzt den Übergang runter? Ja, da werde ich jetzt ein bisschen experimentieren. Werde den Niederschlag kurz nochmal ausmachen. Ah, es hört irgendwie ein Nieselregen, wenn das jetzt in der Geschwindigkeit abgespielt wird. So, jetzt immer so anderthalb eine Stufe hoch und eigentlich ist es perfekt. Da kann man echt nichts gegen sagen, finde ich. Und da fehlt jetzt noch eine Tür. Und fertig ist das Mondgesicht. Muhahaha, zwei Fackeln. Was war das eben nochmal mit Abbrennen? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Mir ist das irgendwie schon komisch, sein eigenes Zeugs zu kommentieren. Mal eine interessante Erfahrung. Habt ihr auch schon euer eigenes Gameplay mal kommentiert? Ich vermute mal, die meisten würden mehr darüber lästern, was sie alles blöd gemacht haben. Ich hab's ja gebaut und irgendwie finde ich, lohnt sich das nicht so ganz. Deswegen lasse ich's. So, hier meine Versuche, irgendwie dann vorne diese Front zu integrieren. Aber irgendwie ist dieser ganze Abschluss hier, funktioniert alles nicht. Von daher habe ich das jetzt einfach mal angefangen, dann protziger zu bauen, nämlich einfach einen Turm hinzusetzen. Weil was macht man, wenn man ein hohes Teil hat und kann nichts mit anfangen? Man setzt einen Turm drauf. Weil dann sieht es von innen und von außen cool aus. Ja, dadurch gibt es dann halt nicht einen schönen hohen Kirchturm. Hätte man theoretisch den jetzt hochziehen können. Könnte man theoretisch noch machen. Aber da ich das symmetrisch bauen wollte, wollte ich nicht zwei hohe Türme und ich wollte nicht einen hoch und war. Außerdem hatte ich nicht so viel Zeit und ich will jetzt noch 2000 andere Ausreden finden. Nein, natürlich nicht. Weil hier oben soll noch ein bisschen Licht reinkommen. Wunderschöne orangene Fenster. Ich frage mich auch, wer die so orange bläst, ne? Ich meine, schon lustig, ne? Du hast Glas, nimmst eine orangene Pflanze oder was auch immer, packst sie zusammen und hast orangenes Glas. Ich weiß ja nicht, was die machen, ob die mit dem Fingernagel irgendwie da ein paar Atome rauspulen und dann noch ein bisschen Farbstoffe reinquetschen. Also ich frage mich, wie die das wirklich machen, aber man darf sich ja sowieso nicht so oft nach der Logik fragen. Aber ich meine, die erste Minute ist allein schon ein bisschen unlogisch, weil ich schlage mal mit meiner Hand, mit meiner bloßen Hand einen quadratischen Block von Holz aus dem Baum. Und zwar aus der Mitte. Und oben bleibt alles stehen. Yes! Das ist echt Pro-like. Das erste Mal gesehen, da habe ich auch gedacht, so, ja, genau. Genau. Nee, ich kann nicht mal drüber erzählen. So, das erste Mal, als ich Minecraft gespielt habe, da war ich bei einem Freund und der hatte da eine Burg gebaut. Und die fand ich cool. Und da habe ich gefragt, ja, wie hast du das eigentlich gebaut? Und er hat einfach geklickt und da war die Säule weg. Dann nochmal geklickt, die Säule war wieder da. Ich war so fasziniert. Wir mussten natürlich dann direkt zusammen eine Burg bauen. Und nebenbei war das jetzt nicht Uwe Delver, sondern wer anders. Wir haben uns sogar erst später kennengelernt. Doch, ich meine schon, wir haben uns später erst kennengelernt. Aus der Schule. Auf jeden Fall. Ja. Das waren noch Zeiten damals. Warum bin ich stehen geblieben? Ich bin hier so fasziniert am Gucken, weil momentan versuche ich hier einen Übergang zu bauen, der dann rüber zu dem Turm führt. Ja, auf jeden Fall war ich da so begeistert. Wir haben direkt auch dann eine versteckte Treppe gebaut, zwei breit mit Kolben, die entsprechendes zumachen, dass man denkt, da wäre keine, so mitten im Gang. Ziemlich cool. Und ja, irgendwann habe ich dann halt weitergespielt und dann war wie Dave mal zu Besuch bei mir. Und wir haben uns mal gedacht, so, lass mal Minecraft zocken. Haben dann angefangen, ein kleines Bürgchen zu bauen. Und dieses Bürgchen ist die Burg, die ihr im Let's Show in der Altstadt seht. Das einzige Steingebäude, was es da gibt, nämlich die Burg. Und darum haben wir gedacht, so, warum setzen wir nicht eine kleine Burg drum? Stadt drum. Eine Stadt um die Burg. Und das ist halt ein bisschen ausgeartet, ein kleines bisschen. Aber den Rest
den werde ich euch jetzt noch nicht erzählen. Valerie Dave will sich ja auch noch was miträdern. So, hier mein Versuch, irgendwie das Dach zu bauen. Bisschen verschachtelt hin und her gehen, das hat nämlich hier überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann nochmal umbauen müssen. Hab stattdessen von unten angefangen, was irgendwie dann einfacher ist, weil von unten dann einfach immer gerade hoch. Zwar viereckig, aber passt. Und hier oben habe ich dann halt nochmal einen Kreis geformt. Hab innen drin Glas gesetzt und außen die Teile dann noch mit Slabs ausgefüllt. Und fertig ist das Mondgesicht. Ja, hab ich natürlich falsches Glas reingesetzt, das habt ihr nicht gesehen. So, jetzt könnt ihr gucken. Sieht cool aus. Ja. Ist das nicht eine schöne Front? Zieh nur gerade das Dach hier so ein kleines bisschen rüber. Zieh das noch ein bisschen, kleines bisschen rüber. Zieh das noch ein kleines bisschen rüber. Ich weiß, hochspannend. Aber, ja. Ich will euch ja nichts vorenthalten in dreifacher Geschwindigkeit, ne? Könnt natürlich jetzt auch Benny Hill Musik dazu machen. Nur habe ich noch nicht irgendwo lizenzfrei was dazu gefunden und irgendwo habe ich gelesen, dass irgendwer da noch Rechte dran halten könnte. Von da habe ich es erstmal gelassen, aber wäre an sich eigentlich eine gute Idee, so einen alten Flimmerfilm zu machen, schön schnell und ohne Worte. Könnte man auch mal ein Let's Bild machen, ohne Worte. Ja, das ist jetzt die Kirche und ich fange jetzt an, einfach die nächste Seite zu zimmern. Das Video wird auch jetzt nicht mehr so unglaublich lang gehen, weil ich das in mehrere Parts aufteilen musste. Weil ein paar Stündchen auch mit dreifacher Geschwindigkeit, ja, das dauert erstmal ein bisschen. Ja, in dem Video, wo ich das hier ursprünglich jetzt gezeigt habe, oder das letzte, Let's Build, da habe ich gesagt, dass das eine Videoantwort vom Jeddah ist, der das Projekt Minecrafter der Woche angefangen hat und daraus ist auch diese Kirche entstanden, weil die Aufgabe war, baue eine Kirche. Ja, ich habe heute erfahren, dass ich nicht der Einzige bin, der mitgemacht hat, weil das wusste ich nicht. Ja, es haben nicht alle hingeschrieben, dass sie mitmachen. Eigentlich hat er gemeint, hey, lass mal drunter schreiben, wer mitmacht. Aber das haben anscheinend die meisten nicht gemacht. Keine Ahnung. Er wird jetzt bald eine Auflösung machen. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber falls es irgendwas von einer Abstimmung geben sollte, wovon ich nicht ausgehe, könntet ihr mir ein bisschen Support geben. Ne? Ja. So, jetzt haben wir hier ein bisschen schon die Sitzreihen, haben eine Front an der Seite, haben auf der anderen Seite schon ein bisschen angefangen. Unsere Sitzreihen steht, unser Sandboden steht, die erste Brücke steht, vorne und hinten fehlt fast nichts mehr. Also das ist irgendwie noch so 100% unfertig. Aber das wird in den nächsten Episoden fertig gebaut. Vielen Dank fürs Angucken. Danke, dass ihr bei meinem ersten Commentary bis zum Ende durchgehalten habt. Falls euch das gefallen hat, ihr wisst, welchen Button ein YouTuber glücklich macht und welche Box das auch tun kann. Und ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr auch davon Gebrauch machen könntet. Also dann, tschüss und bis morgen beim Let's Play.